So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Bild, Ton sollte da sein. Und ja, der DAX und der Dow Jones starteten ja zunächst in die Woche negativ. Und heute Nacht kam dann die große Aufholjagd in den Futures. Die US-Futures im Dow Jones stehen zum Beispiel über 200 Punkte im Plus. Das hat natürlich den DAX natürlich auch nach oben gezogen. Und gestern habe ich ja hier ein Wochenchart-Setup oder Szenario dargestellt oder veröffentlicht. Und die gestrige Tageskerze war absolut unter dem Schluss, also unter dem Unterstützungsbereich. Ja, und jetzt, wenn man jetzt in der Woche anschaut, ist jetzt eigentlich nichts passiert, aber trotzdem war es gestern natürlich im Tageschart erstmal wieder sehr gefährlich. Aber hier wurden die Widerstände eben als Wochenwiderstände oder Unterstützungen angegeben und dürften natürlich temporär unterschritten werden. Deswegen könnte es jetzt hier womöglich echt im Tageschart um ein Fehlsignal halt handeln. Und im Wochenchart wird man dann hier gar nichts davon sehen. Ja, weil der Rücklauf bzw. das temporäre Unterschreiten eines EMAs oder auch SMAs ist kein Verkaufssignal oder stellt halt kein Verkaufssignal dar. Und hier liegen ja beide direkt an dem Kurs. Also der dicke blaue ist der EMA und der schwache blaue ist der SMA jetzt im Wochenchart und gleichzeitig eben auch die horizontale Unterstützung, die vom Jahr 2015 her resultiert. Also ist hier nichts passiert im Tageschart. Wie gesagt, hier gab es ein Unterschreiten der wichtigen Unterstützung, aber auch hier ist dann im Tageschart an der Trendunterkante wurde der Abverkauf beendet. Hier im Kontinental wurde leider eben auch ausgestoppt durch den Absacker gestern Abend. Wäre hier ab 16:30 Uhr etwa mit einer Aufwärtsbewegung, hätte da die Aufwärtsbewegung angefangen, wäre hier das ein schönes Setup gewesen. So muss man jetzt eben mal schauen, wenn sich das jetzt wirklich hier durchsetzt, die heutige positive US-Börse, dann dürfte es hier wirklich erstmal vorbei sein mit der Abwärtsbewegung. Hier die Deutsche Post kam eben sehr schön auf den EMA 200, hier ist eben rot dargestellt, zurück. Eine wichtige Wochenunterstützung liegt etwas tiefer, aber hier wurden tiefere Kurse erwartet. Eine Beiersdorf darf hier eben, es war auch ein Ast hier, darf eben hier nach oben gehen. Der Pfeil war eben hier gedacht als von der Unterstützung bis zur nächsten Range. Die Pro7 davon hier unten, was jetzt hier auch nochmal angelaufen wird, fast eben nach oben ansteigen, da passt es soweit eben nur die Continental nicht. Zum Beispiel eine Tesla, der hat gar nichts ausgemacht, da wurde das schon vor dem Brexit hier angegeben, die Unterstützungszone, die Doppelkerze ist ein Guidance-Fehler. Wie man hier unten sieht, ja, ist das jetzt hier 27, das ist gestern und jetzt kommt eine 26. dazu. Also die Kerzen sind auch absolut gleich. Hier ist ein Anzeigefehler vor. Im WTI wurde hier nicht das Signal aktiviert. Das ist jetzt hier auch auf Schlusskursbasis gemünzt gewesen, denn wer eben auch beide gleichzeitig im Visier hatte, hier wurde eben nichts unterschritten, nicht die wichtige Unterstützungszone. Ich werde jetzt hier die Setups rausnehmen, also die zählen jetzt hier nicht mehr. Schreibe ich vielleicht auch noch im Stream, dass es jeder weiß. Also ich gehe eben jetzt von einer etwas größeren Erholung in den US-Indizes und im DAX eventuell aus, falls eben die Folgesignale erzeugt werden und deshalb wird man hier hoffentlich dann eben nicht unglücklich eingestoppt. Deswegen werden diese Setups gestrichen.
Hang Seng würde ja abgeschlossen, das lösche ich jetzt auch. Wurde hier eingestiegen, erst wurde im Verlust, auf Schlusskursbasis hielt es. Hier wurde dann gegeben, also hier wurde ein Gewinn erzielt, das fällt weg. Das war nur ein Szenario, da wurde beim Nikkei das Kursziel erreicht, allerdings nicht aktiv eingegriffen. So, und hier gibt es höchstwahrscheinlich, weil jetzt hier für heute kein Kurs da ist, entweder auch ein Anzeigefehler oder dass eben Japan einen Feiertag hat. So, dann hat sich das hier erledigt. Neues Setup ist hier der Euro gegen japanische Yen, beziehungsweise nicht neu, das ist jetzt hier punktgenau aktiviert worden in der vorigen Kerze. War vorher noch im Stream geschrieben. Also, aber hier muss jetzt oder sollte halt Dynamik nach oben aufkommen. Wenn jetzt hier jetzt kein nachhaltiger Bruch erfolgt, dann ist es natürlich eher erstmal negativ zu sehen. Aber ich lasse das hier dann erstmal so stehen. Australische Dollar, neuseeländische Dollar kommt nicht in die Puschen. Ja. Das ist jetzt gestern Doji, heute wieder fallende Kurse. Dieses US-Dollar, kanadische Dollar ist direkt hier abgewürgt worden am EMA 200. Also nicht aktiviert. Und hier gab es jetzt nichts speziell Neues gestern, sondern nur mal ein Langfristchart, ein Monatschart dargestellt. Pfund gegen US-Dollar sieht man ein absolut Mehrjahrestief. Und hier kann man jetzt in der Stunde eben auch eine schöne Aufwärtsbewegung feststellen. Das wird also hier einfach eine leichte Aufwärtsbewegung, die jetzt hier bei 1,33 ja, beziehungsweise 1,34 dann erstmal auf eine markante Hürde trifft und über dem hätte es dann richtig Platz nach oben auf eine Erholungsbewegung. Und wird natürlich das in Verbindung mit den US, ja, mit dem DAX eben auch gut passen. Gold verliert dagegen, das passt auch in dem Intermarket-Handel. Und hier, wenn man das Silver Setup hier hochnimmt, dann wäre das hier die erste Bewegung, dann nach unten. Die zweite folgte dann wieder gleich nach oben. Also hier, wie gesagt, passt oder sollte nochmal ein Move an die 17 US-Dollar folgen. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.